Ja, willkommen zurück. Wir sind wieder da und sind jetzt im. Wo sind wir jetzt eigentlich? In den zweiten Barracks. Wir sind im südlichen Teil von Airfield und gehen jetzt die zweite Baracke checken. Ja, optimal. Bessere Erklärung hätte nicht mal Peter Lustig geben können. Lebt der Mann eigentlich noch? Weiß ich nicht. Vielleicht wurde er von seinem eigenen Wohnwagen überfahren. Von der Gitarre, die draußen hängt. Ja. Also, das Bild hier, das erinnert mich immer an das letzte Mal, wo wir zu 10 Leuten hier waren, aber irgendwie nur einer rauskam. Ja, da hatten wir aber auch noch 12-Jährige dabei. Das, ob das jetzt letztendlich dazu geführt hat, dass wir alle draufgegangen sind, weiß man nicht. Zumindest ein Faktor. War auf jeden Fall grausam. Das war wirklich grausam. Nicht vor mich, das ist ein Monkey. Es geht aber heute viel flüssiger durch, weil wir zwei mit Bison haben. Weil wir einfach mehr umschießen. Gestern sind wir einfach mehr geschlichen. Aber wollen wir mal den Zuschauern etwas mehr Action bieten. Da liegt doch schon der erste tote Zombie, also das heißt, die war vor kurz. Oh, denn Zeit. Der vorne? Direkt voraus. Den habe ich gerade umgeschossen. Achso, na super. Ja, ein paar sind hier aber auch geplaced, also die sind standardmäßig da. Geh mal rechts, das sind aber nur Militärzombies. Wenn normale umliegen siehst, dann Schlecht, gut. Nö. Gut. Ja. Dann ist Frischfleisch in der Nähe. Ah, da ist ja schon die Baracke. Man sieht doch schon die Schornsteine. Seid ihr noch im Wald drin? Ja, wir sind jetzt circa 20 Meter von der Baracke weg. Aus dem Wald sind wir jetzt raus. Jetzt wieder links bei den Häusern. Zwischen den Häusern. Aber ich weiß nicht, ob du die von hier siehst. Links von dir sind Sets drin. Mhm. Schließt ihr auf? Alles rechts von uns ist irgendwo ein Zombie. Da drin. Ich glaube, den habe ich geedit. Ach, da drinnen der. Der geedit ist der nicht. Ah, ich glaube, der hat mich gesehen. Ist egal, okay. Jetzt ist er tot. Der macht uns keine Probleme mehr. Einer weg, 3 Millionen bleiben. Ja. Nein, 327. Ach ja. Okay, ich glaube, es reicht, wenn wieder einer nur reingeht und er dann gucken Gott, weiter. Die Tür ist auch offen. Okay, ich gehe wieder freiwillig rein. Gucken, ob demnächst noch Zombie-Hunde kommen. Also wie in Resident Evil, die Viecher oder was? Mm, ja, genau. Hier ist noch ein Fernglas, braucht das einer? Sag doch mal, da ist ein M4 CCOSD. Genau. Ganz locker. Also mal so, aus dem Handgelenk. Das glaubt mir doch keiner. Ja, deswegen stimmt. Musst du ja rausholen. Die fehlt in der Sammlung. Das stimmt allerdings, ja. Da ist ein Z durch die Wand. Achso. Wow. Der fällt um, auch nicht schlecht. Ja, das sind hier so Wände wie in den Doom-Filmen. Weißt du? M1014. Nano-Wände. M1014, scheiß Pumpgun, die brauchen wir nicht. Noch ein Belt liegt hier. Oh, was haben wir denn hier? Ach oh, so. Ihr habt mich ja total alleine gelassen. Was euch. So, die Getränke nehmen wir natürlich wieder mit. Ja, hier 1911 Magazine. Hier ist hier vor der Barracks ein Brunnen, gell? Also wenn ihr Wasserflaschen dabei habt, oh, das ist ja super. Dann nutzt es. Ja, mein Trinken wird nämlich langsam rot. Wie ich schon 3 Bison-Magazine verpulvert hab. Weit und breit kein Mensch. Da kommt ein Zombie auf uns zugehoppelt. Aus dem Wald raus. Ich schalte ihn aus. Nee, Jungs, ich muss euch enttäuschen. Das erhoffte Loot ist leider nicht da. Ja, passt. Komm raus.
Na gut, hat auch nur irgendwie 0,3% Drop-Chance. Ist jetzt nicht besonders viel. 0,3% ist ja gar nichts. Ach, hier ist gar kein Loch im Zaun. Ah, wir müssen ja vorne ein Eingang. Ach doch, hier ist ein Loch. Hier ja? Vorne links ist ein Loch. Ich nehme noch den 200er Bild noch mit. Geht ihr schon mal vor euch, oder Fannes? So, jetzt wird es langsam wieder kritisch. Jetzt müssen wir wieder über offenes Gelände. Ich check mal rechts. Warte, ich geh nochmal noch kurz auf. Perfekt. Control Tower Turm auch leer. Ihr seid jetzt Richtung Rollfeld gegangen. Korrekt. 057, 047. Also ich kann euch keine Deckung mehr geben, ihr seid glaube ich schon viel zu weit weg. Ja, ja, ich kann noch bis zum ersten Hangar gucken, wir kommen jetzt aber gleich wieder in dein Sichtfeld rein. Genau. Welche Richtung ist denn das ungefähr? Also von mir zum Turm ist es ziemlich fast genau Norden. Okay. Ich fange schon mal an, die Straße hier zu überqueren. Bisschen weniger. Ein Stück Nordwesten. Hallo? Hol mal den Monkey hier weg. Ja, irgendwie habe ich in die Wiese geschossen, statt auf ihn. Auch weiter die Straße dann im Auge behalten. Nee, war nicht drauf. Ich glaube, hier können wir sogar ein kleines bisschen joggen. Achtet vor allen Dingen auch hier auf den mittleren Streifen, wo wir uns bewegen. Da hat auch schon mal ein Spieler eingeloggt und der stand direkt vor meinem Fernglas. Haben wir den eigentlich gekriegt? Der hatte doch ausgeloggt, ne? Ja, der ist irgendwie disappeared. Als wir damals hier zu dritt waren, meinst du? Ja, ja. Naja, den haben wir nicht gekriegt. Decker hat den Lockout-Button schnell gefunden. Ach, Alt F4. Nee. Hat der gestern auch. Den wir da beschossen hatten, der in die Hand ist. Ich weiß gar nicht, wenn man blutet und sich dann wieder einloggt, wenn man das schnell genug macht, kriegt man da eigentlich Schaden? Also früher war das so, dass du fort... Also doch klar, du bist erstmal in Ohnmacht gefallen, aber wenn du jetzt wieder reinkommst, dann, naja, bist du halt nur am Blut. Ich sehe jetzt, blickst du noch auf dem Turm da hinten? Ja. Ich den Turm sehe ich, aber ich sehe dich nicht da drauf. Ich bin halt gut. Ich bin... Nee, ehrlich nicht. Ja, ich lieg da noch da oben auf. Mir wird da, ist ja krass, mir wird da kein Spielermodel angezeigt. Aber ich sehe euch ja nicht. Das macht nichts. Wir sind jetzt bei den hinteren weißen Streifen von der Landebahn. Beim Papilo-System sind wir gerade vorbei. In dem System. Papilo-System. Das sind diese Leuchten hier vorne an der Landebahn. Also, zeigen den Piloten. Papilo-System, das klingt wie eine komplett andere Galaxie. Wenn du Hannes spielst, lernst du sogar noch was. Ja. Da spricht der Student unter uns. Also diese Lichter sehe ich, aber ich sehe euch nicht. Sehe ich auch den Turm nicht mehr. Wir waren da hingerannt. Rückt euch jetzt mal schneller auf, wenn irgendwie einer sieht, wie wir ganz minimal langsam über die Bahn schleichen.
So, dann gehen wir links so weiter durch die. Einfach jetzt rübersetzen auf die Seite und dann Richtung Hangar. Jo. Ganz hinten sind immer noch Zombies. Wir sind noch nicht gerade erst gespawnt. Hier wieder schleichen, wieder platt getrampelte Erde. Das hören die. Soll ich zum Auge behalten, wenn er da nicht dran vorbeikommt? Der eine biegt zwar gerade ab, dann schaltet sie aus. Oh, da hinten kann man sogar tanken. Oder was ist das? Nee, ist nur ein kleiner Tank. Na gut, wir sind hier mal am Flugplatz, da sollte es Treibstoff geben. Ja, du tankst aber kein Kerosin in dein UAZ. Der Hubschrauber fliegt auch mit Benzin. Da der ist fast dran. Fliegt mit Diesel. Ja, aber so ein Panzer, einen richtigen, da kannst du doch auch Schnaps reinfüllen, funktioniert auch. Standardmagazin, M67 Frag Grenade. Brauchen wir alles nicht. Na gut, die Frag Grenade? Brauchen wir nicht, haben wir noch welche. Achso. Ich bin gar nicht mehr. Das stimmt, Lager da bestimmt. Haben wir nicht welche. Banner irgendwas. Wenn einer mal einen Rucksack findet. Need. Wir haben wir noch nicht gesehen. Was hast du momentan? M9. Na, M9 haben wir noch auf Lager, lass liegen. Bin tot! Wer schießt? Wer schießt? Keine Ahnung, wir nicht! Michi, hier schießt jemand! Bin tot, tatsächlich! Von wo ist der ja, gekommen? Weiß nicht, war ein Schuss. Ich glaub, das kam von links, vom Ende an der Landebahn, glaube ich. Ja, so schnell kann's passieren. Das ist genau die gleiche Szene, wie wir gestern hatten. Ich glaube, das kam von hinten. Also, ich sehe hier mit noch fällt nichts und. Er hat mich aber auch versucht zu besnippen, aber nicht bekommen. Ich lieg hinter den Hangars. Sowas aber auch. Ja, dann spawn ich mal direkt neu. Wollen wir mal gucken, ob wir den finden. Ich also war aber... Guckt, bitte. Ich war tot, bevor ich den Schuss gehört habe. Muss also eine ganze Ecke weg sein, der Typ. Du warst jetzt schon beim nächsten Hangar, oder was? Ja. Ich weiß nicht, woher der Schuss kam. Ich konnte es auch nicht hören. Ich glaube, ich habe es von links gehört, also... Aber die Tatsache, dass ich jetzt auch nicht tot bin, spricht dafür, dass er am Ende der Landebahn irgendwo war. Passend zu meinem Tod ist der Part auch schon wieder vorbei. Ich werde mich wieder zu den anderen begeben und dann sehen wir mal weiter, ob wir uns diesen Scharfschützen nicht einfach nochmal schnappen können.